Liebe Bürger von Mecklenburg und Vorpommern, Frau Präsident, werte Kollegen und liebe Gäste, ich fange mal hinten an. Herr Arpe, es ist leider nicht so, dass über die Qualität der Markt entscheidet, sondern im Markt entscheidet primär erstmal auch das Preis-Leistungs-Verhältnis und da vor allem der Preis. Und hat er eben den Hinweis bekommen, schauen Sie mal in die USA, die sowas überhaupt nicht kennen. Wenn Sie da klassische Handwerksbetriebe brauchen, dann kommen überwiegend Leute, die nicht verstehen, was sie zu tun haben. Wir wollen doch bitte bei uns solche Zustände nicht. Deswegen ist die Rückkehr zu einer Qualitätsprüfung über den bei uns eben angestammten Meistertitel ein dringendes Erfordernis. Dann möchte ich sagen, Herr Waldmüller, ich weiß nicht, ob Sie nicht zugehört haben, aber vielleicht, weil es im falschen Dialekt war, nicht verstanden haben, was Herr Lerche gesagt hat. Er hat ausdrücklich auf die Anlage B verwiesen. Können Sie im Protokoll in ein paar Tagen nachlesen. Insofern ist Ihre Aussage einfach falsch. An die Adresse der SPD gewandt möchte ich sagen, wenn Sie sagen, das ist unverschämt, Gott sei Dank brauchen wir Ihre Erlaubnis nicht, was wir hier einbringen. Da möchte ich schlichtweg sagen, jetzt in einer Woche entscheidet der Bundesrat. Und es war uns einfach wichtig, nochmal mit auf den Weg zu geben, dass das hier diskutiert wird, um ein möglichst einhelliges Bild nochmal für die Regierung abzugeben, damit dieser Antrag aus Bayern auch von unserer Landesregierung unterstützt wird. Und ein Letztes, ich gebe Ihnen an sich recht, wir hätten auch einen Antrag stellen können. Die Landesregierung wird aufgefordert. Aber das hätte genau das eindrucksvolle, einhellige Bild, das wir erreichen wollten, verhindert, weil ja die Linksfraktion in ihrer ideologischen Steuerung einen Beschluss auf dem Landesparteitag hat, den hatte sie schon vorher, der ist jetzt noch mal bekräftigt worden, dass sie Anträgen der AfD nicht zustimmen dürfen. Also hätten wir gerade keine Einstimmigkeit gebracht. Das war einer der wesentlichen Gründe, warum wir davon abgesehen haben, einen Antrag zu stellen, sondern den Weg der Aussprache gewählt haben, um eben diese Einhelligkeit noch mal auf den Weg zu bringen, um der Linksfraktion die Möglichkeit zu geben, zur Sache zu sprechen und einem Antrag, den sie in der Sache eigentlich richtig findet, nicht aus ideologischen Gründen nicht zustimmen zu können, wie wir es hier leider schon ziemlich oft erlebt haben. Das wollte ich dazu noch sagen. Dankeschön. Noch einmal ums